Jo, liebe Neffen und Nichten, hier ist Onkel B. Ein unfassbar sonniger Tag, überraschenderweise, hier in Berlin. Kommen wir kurz zum Thema, und zwar geht es eigentlich nur um ein kurzes Statement, was diesen Tillmann angeht, auch bekannt als Trau keinem Promi, ja, der die Nerven gehabt hat, meinen Namen zu erwähnen in einem negativen Kontext und sich dadurch natürlich bei mir dann unbeliebt macht, weil er mich in eine Schublade reinsteckt, wo ich gar nicht reinpasse, so, weißt du so? Also diese ganzen anderen Rappernamen, die dort genannt wurden, ich habe keine Ahnung, warum ich mich überhaupt dazu gehörig fühlen muss, Alter, zu dieser Kategorie, so, weißt du? Aber vor allem, warum nennst du solche Leute, die angeblich ja auch zum aufklärerischen Bereich gehören, auch wenn du nicht zu 100% konform bist mit deren Meinung und distanzierst dich jetzt doch mal so ausdrücklich von denen? Das heißt nichts anderes, als du denkst, du wärst was Besseres. Du denkst, du hast alles besser begriffen. Du denkst, du machst alles besser. Du bist so ein Kind des Lichts. Alle anderen sind Satanskinder. Die haben es alle nicht begriffen. Hoffentlich wachen sie mal irgendwann auf und so. So eine Vögel kenne ich, Alter, weißt du so? Mal abgesehen davon, ich weiß jetzt nicht, warum die Leute glauben, dass das Aufklärungsarbeit ist, was der Bruder betreibt. Die Sachen, die er beschreibt, die Sachen, über die er redet und so weiter, also solche Videos gibt es im Netz seit aber Millionen von gefühlten Jahren, so, weißt du? Ich habe mich mit Leuten auseinandergesetzt, die genau solche Sachen ansprechen wie er, ähnliche Sachen ansprechen wie er und so weiter, aber auf einem viel, viel höheren Level, aber natürlich alles englischsprachig. So. Aber das sind Sachen, die sind so 10, 12, 13 Jahre her bei mir. Weißt du, was ich meine? So ein Trau kein Promi-Video mir anzugucken, ist ein extremer Rückschritt in meiner Welt. So, weißt du, das ist nicht mal ein Diss, das ist einfach die Wahrheit. Ja, diese unerträgliche Stimme, so eine Mischung aus Biene Maja und Dieter Bohlen, Alter, und dann auch noch auf professorhaft und lehrermäßig, Alter, da um die Ecke zu kommen und so weiter. Wer kann sich 2 Stunden 20 so ein Video reinziehen? Das ist der einzige Grund, warum ich darauf gegangen bin, ist, weil die Leute in unserem Podcast geschrieben haben, ah, da so und so und so. Und ey, Gott weiß, ich habe mir das ganze Video nicht angeguckt. Ich habe es am Anfang ein bisschen geguckt, dann habe ich geskippt zum Ende und wurde dann auch nochmal am Ende dann irgendwie, weißt du, sehr überrascht dadurch, dass er meinen Namen in einem negativen Kontext genannt hat und sich da irgendwie berufen fühlt dazu, sich auch wirklich ganz deutlich von meiner Meinung distanzieren zu müssen. Ich betreibe keine Aufklärungsarbeit. Ich bin nicht da, um Leute aufzuklären. Ich erzähle einfach nur das, was ich sehe auf dieser Welt. So wie ich es sehe, so wie ich es empfinde, trage ich es nach außen, weil ich eine öffentliche Person bin, ja? Aber ich bin nicht dafür da, um Leute aufzuklären. Das ist keine Aufklärungsarbeit. Aber Gott weiß das, was dieser Trau kein Promi macht. Das ist keine Aufklärungsarbeit. Das weiß ich, Alter, zu 100%. Ich habe diesen Namen ab und zu mal gehört, aber wie gesagt, ich habe das nicht als wichtig empfunden, mir die ganzen Videos reinzuziehen, weil das ist so ungefähr, als wenn ich zu einem Straßenpenner hingehe, weißt du, und mir Karate beibringen lasse, obwohl der geilste Martial Arts Coach gerade um die Ecke in einem Gym sitzt und auch gratis Stunden anbietet. Wenn ich mir Sachen angucken will, dann gehe ich das von den Amerikanern mir angucken, dann gucke ich mir das von den Leuten aus Deutschland an, die auch wirklich wissen, wovon sie reden. Ja, also die einfach ein Level höher sind in der Art und Weise, wie sie Sachen begriffen haben und wie sie ihre Delivery gestalten können. So, wir haben uns mit diesem ganzen Kram auseinandergesetzt, was heutzutage als Verschwörungstheorie so zusammengefasst wird, wo man halt einfach merkt, dass es keinen Sinn macht. Ich habe überhaupt nichts zu tun mit so einem Trau kein Promi. So, ich möchte überhaupt nicht in dem gleichen Kontext erwähnt werden, aber genauso wenig möchte ich das bei einem PA Sports oder einem Kollegen oder keine Ahnung was. Damals, als ich angefangen habe, diese Themen anzusprechen, gab es einen einzigen Soldat auf diesem Schlachtfeld und der hieß Onkel B. Da gab es keinen Trau kein Promi, da gab es keinen Kollegen, da gab es keinen PA, da gab es niemanden. Einfach niemanden. Ja, ich rede über das Jahr 2006, 2007. Der Scheiß ist dokumentiert. Es gibt Interviews davon im Internet, bei YouTube. Da kannst du das reinziehen. Also die Leute, die sich da im Nachhinein in dieses gemachte Nest gesetzt haben, wo diese Themen dann auf einmal nicht mehr so heikel waren, ihren Mund angefangen haben aufzumachen, was den 11. September angeht, Israel-Palästina-Konflikt oder auch irgendwelche Geheimgesellschaften und Manipulation und Korruption in politischen Bereichen, wirtschaftlichen Bereichen und so weiter. Die haben sich in das Nest gesetzt, was ich gebaut habe. Illuminati, NWO, das ist so alles so Mainstream geworden, das ist so Popkulturbegriff geworden. So. Alleine wenn irgendwo Illuminati steht, klicke ich weg. Das ist schon alleine so lächerlich. Und seine halbe Playlist besteht aus Überschriften mit dem Titel Illuminati. So, weißt du, was ich meine? Dazu kann man mal ein gesondertes Video machen, warum das alleine so lächerlich ist. Aber das soll jetzt gar nicht so die Kernaussage sein. Die Kernaussage soll einfach nur sein, so, da haben wir es mit einem, meiner Meinung nach, einem verkappten Rassisten zu tun, weil er jedes Mal, wenn er in einem negativen Kontext anfängt, irgendwelche anderen Leute nachzuäffen, Walla, Walla sagt und so diesen Kanackenslang nachmacht. So, wenn ich dich kriege, dann fick ich dich ja, Walla, Walla.
Und dann aber, wenn es um einen guten Kollegen geht, der ja angeblich deutsch ist, ich dachte, der ist halb Kanadier, aber ist ja alles dasselbe, Hauptsache westlich aussehend wahrscheinlich, so, weißt du, dann rutscht man da Pimmel, Alter, von A bis Z, Alter. Und das ist halt so richtig, richtig hängen geblieben, so. Jedes Mal, wenn er über die angeblich bösen Farid Bangs und so weiter und über den guten Kollegen, den er alle zwei Minuten den Schwanz lutscht, ja, und so in einem Pseudo, kritischen Kontext, so nach dem Motto, ich feiere auch nicht alles, was Kollege macht, aber im Inneren ist er ein Guter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in seinem Herzen einer von diesen Bereicherern ist, so wie diese bösen, bösen Kanacken, die er dann immer einblendet. Das ist dann Farid, das ist dann Casey, das ist dann PA, das sind so alles mögliche an Rapper, aber Kollege ist dann derjenige, der mit denen rumhängt, der sie Bruder nennt, der eigentlich quasi dasselbe repräsentiert, der quasi dieselbe Scheiße rappt, aber er ist natürlich ganz anders, er ist der Edle. So, ja? Und dann erzählt er noch sowas von wegen, Kollege, ja, man merkt ja auch schon, er meint es zwar gut, aber warum muss das immer so sein? Warum geht er nach Palästina und macht dort ein Video, dass er den Leuten dort hilft und so weiter? So hat er kein Herz für seine deutschen Mitbürger. Ey, ich wusste nicht, dass Deutschland das größte Freiluftgefängnis der Erde ist. Ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass hier überall Bomben explodieren die ganze Zeit und dass die Leute Angst haben müssen, dass sie ihre Kinder verlieren und ihre Familienmitglieder von der Straße abkratzen müssen. Ich wusste nicht, dass in Deutschland keiner die Möglichkeit hat, das Land zu verlassen, weil er sonst ertrinken würde oder an irgendeiner Grenze erschossen wird. Das ist mir alles neu. Also, dass Kollege sich da einsetzen sollte für die Deutschen gleichermaßen wie für die Palästinenser. Ja, ich meine, das ist ja auch ein sehr, sehr relevanter und nachvollziehbarer Vergleich. Deutschland und Palästina. Naja, ist ungefähr dasselbe, was hier gerade abgeht. Ne? Aber egal so, weißt du, aber jedes Mal diese Kanackenstimme zu machen, das ist immer das Lustigste. Jedes Mal, wenn man in einem negativen Kontext über die Leute redet, die man gerade in dem Video halt als negativ, schlecht, satanistisch und was weiß ich nicht was darstellen will, ja, dann machst du jedes Mal die Kanackenstimme. Wallah, wenn ich dich kriege auf der Straße, dann fick ich dich und lass ihn erst ein Opfer, aber wenn ich ihn sehe und so. Deswegen habe ich unter dem Kommentar auf YouTube geschrieben, wenn ich ihn sehe, dann fick ich ihn, hahaha, so. Weil er meint Leute wie mich, aber ich bin nicht so. Weißt, ich habe gar kein Interesse daran, einem Tilman irgendwie weh zu tun. Er ist mir sowas von scheißegal. Verstehst du, was ich meine? Wenn er hätte meinen Namen nicht erwähnt, würde ich nicht mal eine Sekunde reden gerade über ihn. Nicht mal eine Sekunde. Weißt du, was ich meine? Aber das ist halt ganz eindeutig so, weißt du? Er redet halt über die negativen Aspekte von Bereicherern und so weiter, aber immer so unterschwellig in diesem muslimischen Bereich werden immer so die Negativbeispiele dargestellt und dann wird auch noch ein Chanel eingeblendet als Positivbeispiel, der darüber redet, so dass man sich nicht wundern sollte in einem islamischen Land, dass man bombardiert und zerstört wird, ja, so, wenn man halt die ganze Zeit eine große Schnauze hat nach dem Motto und jetzt, Motherfuckers, jetzt geht's los und jetzt drücken wir den Button und zeigen euch mal, wo es lang geht und so. Er erzählt so geisteskranke Scheiße, weil Chanel nichts anderes ist als ein hängengebliebener Rassist und ein islamophober Mensch, so, ja. Und alleine diesen Jungen, der so viele Videos im Internet hat, die sowas von unter der Gürtellinie sind, was den menschlichen Faktor angeht, in einem positiven Kontext in dein Video einzubauen und den dort einzublenden, ja. In dem Augenblick, wenn du der Menschheit gerade erklären willst, dass du begriffen hast, wo es lang geht, was richtig und falsch ist, und du willst es uns jetzt auch noch allen auch noch erklären, als wärst du in der Position dazu.